Hey Leute, ich sag es euch. Was war das für ein Tag? So, jetzt bin ich auch scharf. Aber jetzt kommt mal mit. Denn, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Am Freitag bei uns auf dem Instagram-Kanal haben wir schon gepostet. Und wir haben nämlich von Lego ein mega cooles Video gesehen. Lego Super Dad, sage ich nur. Total lustig, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Bei Lego auf dem Facebook-Kanal könnt ihr das sehen. Und die haben uns nämlich gefragt, ob wir nicht auch mal so eine kleine Lego Geschichte machen können. So eine kleine Superdad-Geschichte. So, bin mal gespannt. Ich weiß nicht, was die Kinder vorbereitet haben. Mir wurde nur gesagt, wenn du nach Hause kommst, gibt es eine kleine Überraschung. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und ja, bin ich mal gespannt. Lego Superdad, sage ich nur. Naja, auf geht's. Jetzt gehen wir erstmal rein hier. Oh. Augen zu! Oh, Papa kommt. Augen zu! Oh, Papa ist von der Arbeit da. Augen zu. Los, weiter! Hallöchen! Hallo, hier ist Lulu und Leon von Lulu und Leon. Family and Fun. So, und wir haben ein Lego-Video geschaut. Da ging es um einen Superpapa. Der hatte ein Kostüm an und ja, ist damit durch die Weltgeschichte gelaufen. Wir haben jetzt einfach irgendwas zusammengesucht und ja, versuchen uns jetzt ein schönes Kostüm für Papa zu basteln. Wir hoffen, dass es ihm auch passt. Er muss dann irgendwann auch ja, anprobieren und dann müssen wir bestimmt noch ein bisschen was abstecken und ja, gucken, wie es dann so aussieht. Also bleibt auf jeden Fall dran. So. Ein super Dad braucht ja auch super Handschuhe, ne? Ja. Oh, wow. Oh. Und dann, wenn er gleich von der Arbeit kommt, überraschen sie ihn und dann muss er sofort anziehen. Auf jeden Fall, da kann er sich nicht wehren. Ja, klar. Okay. 3 gegen 1 dann. Genau. So, die Lulu und der Leon, die haben jetzt hier gerade dieses Kostüm hier schön drapiert, damit man mal sieht, wie es angezogen aussieht. Oh. Oh, Papa kommt. Augen zu! Oh, Papa ist von der Arbeit da. Augen zu. Los, weiter. Nein! Ich weiß aber noch nicht, dass ich gegen die Wand laufe. Leon, Vorsicht, schieb du mal von der anderen Seite. Kostüm anziehen. Super Dad. Ist das das wie in dem Lego-Video? Ja. Und das habt ihr gebastelt? Ja. Oha. Das sieht natürlich sehr cool aus. Haben wir doch genäht. Das habt ihr selber ja, genäht? Nein, die Leggings haben wir nicht genäht. Die haben wir gekauft. Aber wir möchten, dass du das bitte jetzt sofort anprobierst. Jetzt sofort! Und wir möchten auch, was möchten wir? Was soll Papa morgen machen? Den ganzen Tag was anlassen. Den ganzen Tag? Du läufst dann nämlich schön mit, keine Ahnung, was du machst. Brötchen holen, einkaufen. Du machst da morgen so einiges mit. Achso, jetzt muss ich erstmal gucken, ob es passt. Oder was? Jetzt gucken wir mal, wenn es nicht passt. Das wird schon. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. So, seid ihr schon gespannt? Ja. Los, Papi, du kannst jetzt kommen. Ja. Oha. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ein Super-Dad-Kostüm ist oder für den letzten Button. Ja, ganz toll. Oder ob ich der größte Clown der Welt jetzt gerade bin. Nein. Nein? Und so muss ich morgen den ganzen Tag rumlaufen? Ja. Wir sind zu den Nachrichten und jetzt kommt Chris und Papa. Ach, 24 Stunden. Er hält ein. Nee. Als erstes. Brötchen holen, das hat nicht ganz geklappt, aber jetzt wird Kuchen geholt. Ich war trotzdem zum Bäcker. Das ist jetzt die erste Aufgabe. Da müssen wir das Auto wahrscheinlich noch waschen, glaube ich. In der Wasserlage! Und ein bisschen was einkaufen, glaube ich. In der Wasserlage rein. Wir gucken mal. Jetzt fahre ich los mit meinem Super-Dad-Mobil. Auf geht's. Super-Dad-Mobil! Ich hätte hier 2 Erdbeerherzen. Na, Quatsch. Hältst du den Umhang?
oder was? Hä? Ich hab nämlich genau zu diesem Zeitpunkt. Ja, stellt euch da hin. Und den Foto? Ja. Soll ich den Kuchen vielleicht abstellen? Ich kann den gerade nehmen. Aber ich. So. Ja. Ja, aber ansonsten ist halt niemand was gesagt, ne? Wir haben nur manche haben gelacht, haben groß geguckt. Es hat mich kein Mensch gefragt, warum ich so. Ja, bei sowas geht man auch meistens dran vorbei. Wer weiß, was das für einer ganz ist. Ganz schwer ein einer Mörder, glaube ich. Ja. Hallo. Ich hätte gerne einmal die Sommerfliege oder Frühlingsfliege? Schon. Waschanlage. Geht zurzeit nicht. Die geht zurzeit nicht? Nee, ist kaputt. Ja. Das ist ärgerlich. Ja. Aber gut, das kann man jetzt machen. Danke. So. Besuchen bei Oma und Opa. Ich glaube, der Onkel zieht gerade um. Kann man als Superheld natürlich auch mit einem Schnipsen sagen. So, erledigt. Könnt alle nach Hause fahren. Moin! Moin! Ist jetzt der Umzug? Ja, die ziehen jetzt um. Ziehen die jetzt um? Warte. Was ist jetzt? Wir wollten nur mal vorbei. Was bist du denn für einer? Guck, deiner Mutter fällt's auf. Das muss ich dir gleich erzählen. Ich glaube auch. Ja, es reagiert keiner, so wie man das erwartet hätte. Ne? So, letzte Tat für heute, so wollte ich sagen. Dafür muss ich meine Superman-Handschuhe mal gerade ausziehen. Wir haben nämlich noch ein Paket bekommen. Lego Juniors, oh, die Superhelden. Das bauen wir jetzt mal schnell auf. Hier Batman und der Joker und Robin ist, glaube ich, auch dabei. Ist hier hinten zumindest drauf. Das ist für mich, ne? Lego Juniors von 4 bis 7. Und damit man sieht, dass es auch wirklich ganz einfach ist, zeigen wir euch das jetzt noch schnell, wie das Ganze aufgebaut aussieht. Also, viel Spaß. So, jetzt wollen wir mal gucken, die Lego Juniors. Was ist da denn? Oh, das ist hier schon gut. Oh, wow. Welches ist denn dein Lieblings-Superheld von denen? Die drei. Alle drei? Ja. Hast du nicht einen Favoriten? Batman. Aha. Und warum war Papa gestern dein Superheld? Weil er Superheld war. Genau. Und warum ist Papa dein Superheld? Weil er einfach ein Dad ist. Weil er der beste Dad ist? Ja. Hallo, ich bin Batman. Hallo Batman. Und du sollst mir jetzt auch mal verraten, welches der drei dein Lieblings-Superheld ist. Batman. Auch Batman. Du, soll ich dir was verraten? Das hat deine Schwester auch gesagt. Und gestern war ja Papa der Superdad, ne? Warum ist Papa dein Superdad? Weil er der Beste ist. Nur der Beste ist? Ah, da müsst ihr eigentlich jeden Tag mit so einem Kostüm rumlaufen, ne? Okay. Ich bin fertig. Ich sitze da drin, der kleine Batman. Super. Und Lulu hat noch keine Anleitung, deswegen rät sie da noch so ein bisschen rum. Junior ist von 4 bis 7 und normal sind die Lego-Sachen, was steht da immer für ein Alter drauf? Ich weiß es jetzt gar nicht, ab 6? So. Paket 1 haben wir fertig. Batman, Robin und die jagen den Joker natürlich. Oh nein, die wird weg. Man kann schießen. Boah, der hat mich abgeschossen. Also, ziemlich coole Geschichte. Ja, Lego Junior. Zeige ich dir gleich. Damit zocken wir jetzt eine Runde und als nächstes bauen wir natürlich Spider-Man noch auf. So, das war ein Tag als Superdad. Ich muss sagen, es hat mich ein bisschen überrascht, dass die Leute, die haben zwar geguckt, manche haben sich auch umgedreht und haben dann geguckt, aber irgendwie ist halt keiner gesagt, es hat mich auch keiner gefragt, warum ich das mache. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich halt nun doch nicht alltäglich so rumlaufe. Man sieht hier, mein Gürtel hat auch etwas gelitten, mein Superdad-Gürtel, aber das ist schon alles. Ja, entweder haben die Leute gedacht, das ist der rennt eh immer so rum, oder ja, ich weiß auch nicht, die haben sich nicht getraut zu fragen. Keine Ahnung, nur die beiden Kinder, die uns erkannt haben. Die wollten sofort ein Foto haben. Was heißt, die haben dich nicht gefragt, warum aber du aber die haben nicht gefragt, warum. Nee, das hat keiner gefragt, warum. Ja, lustige Erfahrung das Ganze gewesen. Und dein Vater, man hat es ja gesehen, der hat noch nicht mal gefragt. Dem ist das gar nicht aufgefallen. Ja. Das hier ist Joker.
wie die Joker-Karte bei Uno. Genau, die Lego Juniors Sachen, hier sind sie nochmal alle, ihr seht, wir haben die anderen auch aufgebaut. Und wir spielen jetzt eine Runde und wünschen allen Super Dads nachträglich zum Vatertag nochmal alles Gute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, dann bin ich auch nicht verkleidet, sondern renne wieder einigermaßen normal rum. Also, bis dann, tschüss! Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch alle Seiten. Tschüss.